Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier auf meinem Kanal zu Let's Play Gothic. Und wir werden die ganze Gothic-Reihe spielen, Teil 1, 2, 3, Arcania Gothic 4 nicht. Weil das ist jetzt auch nicht so die Sahne auf der Torte, sagt man das so, ich glaube gerne. Sondern nur die ersten drei klassischen Teile und beginnt natürlich mit Teil 1, Gothic. Ich glaube, mein Lieblings-Gothic konkurriert ein bisschen mit Gothic 3, aber ich würde sagen, insgesamt Gothic 1 ist besser, allein wegen des Films, den es gibt. Ihr müsst einfach mal auf YouTube nach Gothic der Film suchen. Wahnsinn, traumhaft, wirklich gut. Gothic 1 auch lustig, wirklich ein gutes Spiel. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal ein neues Spiel. Das Königreich Myrtana, wiedervereint durch die Hand König Robars des Zweiten. In den langen Jahren seiner Herrschaft war es ihm gelungen, alle Widersacher des Reiches zu bezwingen. Bis auf einen. Der Krieg mit den Orks forderte seinen Tribut und die Gefangenen des Reiches sollten ihn bezahlen. Der König brauchte Schwerter für seine Armeen und jeder, der sich eines auch noch so geringen Verbrechens schuldig gemacht hatte, wurde zur Arbeit in den Erzminen von Korinnis gezwungen. Um jede Flucht unmöglich zu machen, sandte der König die mächtigsten Magier des Reiches aus, eine magische Barriere, um das gesamte Tal zu errichten. Ich war einer der Magier. Aber etwas störte das zerbrechliche Gefüge der Magie. Wir waren nun selbst Gefangene der Barriere. Mehr als eine Sekunde der Unachtsamkeit brauchten die Gefangenen nicht. Korinnis war nun in den Händen der Gefangenen. Der König hatte keine Wahl. Er musste verhandeln. Er brauchte das Erz. Monat für Monat lieferte der König den Gefangenen alles, was sie verlangten. Monat für Monat brachten sie dafür das Erz an den Rand der Barriere. In all den Jahren wurden viele Versuche unternommen, die magische Barriere zu öffnen, aber keiner hatte Erfolg. Im Namen König Robars des Zweiten, Träger des Zepters von Varant, Vereiniger der vier Reiche am Myrtan... Halt, Gefangener! Ich habe dir ein Angebot zu machen. Dieser Brief muss den Führer der Feuermagier erreichen. Du verschwendest deine Zeit. Deine Belohnung könntest du selbst wählen. Man wird dir alles geben, was du verlangst. Gut, ich werde deinen Brief nehmen. Unter einer Bedingung. Erspart mir den Rest von seinem Gefasel. Du war... Schweig! Gut, hinein mit ihm. Willkommen im Lager. Das reicht. Lasst ihn in Ruhe. Macht, dass ihr wegkommt. Steh auf. Ich bin Diego. Ich bin... Mich interessiert nicht, wer du bist. Du bist neu hier. Ich kümmere mich um die Neuen. Lassen wir es vorerst dabei. Wenn du vorhast, länger zu leben, solltest du dich ein bisschen mit mir unterhalten. Ich werde dich allerdings nicht daran hindern, in dein Verderben zu rennen. Also, wie sieht's aus? Und damit nochmal herzlich willkommen zum Let's Play Gothic. Und ja. Wir haben hier Gothic, ne, ganz normal mit den Dialogen. Okay, was muss ich über diesen Ort wissen? Okay, warum hast du mir geholfen? Ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. Nein, was muss ich über diesen Ort wissen? Okay.
Was muss ich über diesen Ort wissen? Ah, okay. Wir nennen es die Kolonie. Du wirst sicher schon gehört haben, dass wir hier Erz für den König fördern. Nun, zumindest wir vom alten Lager. Es gibt drei Lager innerhalb der Barriere. Das alte Lager ist das größte von ihnen. Es war auch das erste. Wie komme ich zum alten Lager? Du musst nur dem Weg hier folgen. Das alte Lager ist der nächste halbwegs sichere Ort von hier aus gesehen. Es treiben sich jede Menge wilder Bestien zwischen den Lagern herum. Es ist Wahnsinn, ohne Waffe zu gehen. Wo kriege ich eine Waffe her? Wenn du an der verlassenen Mine vorbeikommst, sieh dich mal ein bisschen um. Du findest bestimmt was Brauchbares. Die Mine ist leicht zu finden. Nur ein paar Meter die Schlucht entlang. Warum hast du mir geholfen? Weil du Hilfe gebraucht hast. Brulit und seine Jungs hätten dich vielleicht kalt gemacht. Und das konnte ich nicht mit ansehen. Schließlich bin ich den ganzen weiten Weg gekommen, um dir einen Vorschlag zu machen. Einen Vorschlag? Ja. Deine Begegnung mit Brulit und seinen Jungs hat dir hoffentlich gezeigt, dass du Schutz brauchst. Jeder, der hier ankommt, wird vor eine Wahl gestellt. Es gibt drei Lager in der Kolonie. Und einem davon wirst du dich anschließen müssen. Ich bin hier, um Neuen wie dir klarzumachen, dass sie bei uns im alten Lager am besten aufgehoben sind. Wo ist dieser Bullet jetzt? Er und die anderen bringen die Waren aus der Außenwelt ins alte Lager. Dort kannst du ihn finden. Aber wenn du vorhast, dich mit ihm anzulegen, sei vorsichtig. Er ist ein erfahrener Kämpfer. Ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. So. Ein Magier hat ihn mir gegeben, kurz bevor sie mich reingeworfen haben. Du kannst von Glück sagen, dass ich mich bei den Magiern nicht mehr blicken lassen kann. Jeder andere wird dir mit Freude für diesen Brief die Kehle durchschneiden. Die Magier belohnen ihre Boten immer sehr gut. Und die meisten hier haben gar nichts, verstehst du? Wenn ich du wäre, würde ich die Schnauze halten, bis ich einen der Magier treffe. Obwohl das in deiner Lage nicht allzu wahrscheinlich ist. Wieso nicht? Die Magier sind in der Burg, im alten Lager. Nur Gomez-Leuten ist es erlaubt, die Burg zu betreten. Wer ist Gomez? Gomez ist der oberste Erzbaron, der Boss des alten Lagers, der mächtigste Mann in der Kolonie. Mal angenommen, ich wollte mich seinen Leuten anschließen. Was müsste ich tun? Am Eingang zur Burg findest du einen Mann, der Taurus heißt. Sag ihm, Diego schickt dich. Ach, danke für die Hilfe. Wir sehen uns im alten Lager. Kapitel 1. Die Welt der Verurteilten. Und damit sind wir im Spiel. Und ich weiß nicht, wie ich steuern kann. Ja, nee, ist klar. Doch nicht mit Leertasten. Mit den Pfeiltasten, das geht ja gar nicht. Er fängt schon mal gut an. W. S. D. So. Seitwärts links. Delete. So. Waffenleertastaktion. Ist hier rückgängig springen. Kann man mal so machen auf jeden Fall. Shift laufen, schleichen. Will ich auf C dann setzen. Umsichern, ja, Inventar. Achso. Inventar ist Backspace und Tab. Spielerstatus ist B. So. Man kann sich jetzt nicht mit der Maus drehen. Das ist schon mal gut zu wissen. Kann man? Weiß ich gerade gar nicht. Kann man wahrscheinlich nicht, ne? Das sehe ich ja auch nichts. Ah, okay. Ja, gut, so geht das zumindest. Ja, okay. Naja, aber das wird man wahrscheinlich auch so überleben. Äh.
Oh, was ist das denn? Eine Fackel. Wie hebe ich Sachen auf? Leertaste. Alt. Enter. Wie hebe ich Sachen auf? Mission und Notizen. LSTG. Alt. Nee. Weiß ich jetzt gerade nicht. Gut zu wissen, dass ich schon mal nicht weiß, wie man Sachen aufheben kann. Das sind beste Bedingungen zum Anfang. Hä? Hä? Achso, ich hab mich dem Rand der Barriere genähert. Es muss doch irgendwie gehen, dass ich Sachen aufheben kann. Dass ich die Maus benutzen kann. QWR TUIOP FGH SI. Das war die Mission. NM.L Enter. Ich weiß nicht, wie ich Sachen aufheben kann. Oder heißt das irgendwie... Ja, fängt gut an auf jeden Fall das Let's Play. Ich weiß nicht, wie ich Sachen aufheben kann. Das ist auf jeden Fall perfekt. Also wenn es da nicht mal einen guten Start gibt, dann weiß ich auch nicht. Das kann doch nicht sein. Einstellung, Tastatur. Es gibt doch da nichts, ne? Waffen, letzte. Ha, lauf ich mal. Erstmal. Oh, was haben wir denn da oben? Na. Also, es ist auf jeden Fall perfekt. Jo. Dachchen. Wie spreche ich dich an? Leute, glaube ich, auch nicht ansprechen. Wieso kann ich das denn alles nicht machen? Das kann ja nicht sein. Ich muss gerade mal tatsächlich hier in Minute 14 das Let's Play schon, sagen, ich bin an irgendwas gescheitert. Nämlich an der Steuerung. So. Was steht denn im Internet? Aha. Was machst du hier? Dafür sorgen, dass keiner an die Austauschstelle rankommt.
Vor allem nicht die Halsabschneider aus dem neuen Lager. Du bist der Neue, den sie heute reingeworfen haben, nicht? Sieht so aus. Dann solltest du wissen, dass du dich vor den Typen aus dem neuen Lager in Acht nehmen musst. Ich arbeite fürs alte Lager. Genau wie alle anderen, die du an der Austauschstelle gesehen hast. Du hast schon mit Diego geredet, nehme ich an. Mhm. Ja, hab ich. Gut, dann weißt du ja schon Bescheid. Und? Warum sollte ich mich vor dem neuen Lager in Acht nehmen? Verglichen mit dem neuen Lager ist das alte Lager ein ruhiger und friedlicher Ort. Das neue Lager bekommt keine Waren aus der Außenwelt. Die meisten Banditen klauen sich zusammen, was sie zum Leben brauchen. Aha. Und das alte Lager? Die Erzbarone haben alles unter Kontrolle. Unter ihnen stehen die Gardisten, unter denen wiederum stehen die Schatten. Ganz am Ende kommen die Butler. Butler ist jeder, der hier ankommt. Wenn du was Besseres werden willst, musst du als erstes bei den Schatten aufgenommen werden. Okay. Als ich ans Ufer gespült wurde, hat mich einer von den Typen mit einem Schlag ins Gesicht begrüßt. Das machen sie mit jedem Neuen. Sie nennen es die Taufe. Habt ihr im alten Lager noch mehr so nette Leute? Es gibt schon einige Schweine, aber solange du dein Schutzgeld zahlst, kann dir nichts passieren. Aha. Ich habe gesehen, wie sie eine Frau zusammen mit den Waren reingeschickt haben. Ja, die Erzbarone bekommen alles, was sie wollen. Du meinst, der König tauscht Erz gegen Frauen? Sie sind natürlich auch verurteilte Gefangene. Aber wenn Gomez sie nicht angefordert hätte, säßen sie in irgendwelchen Kerkern. Bin mir nicht sicher, was schlimmer ist. Joa. Ich suche eine Waffe. Bei der verlassenen Mine weiter hinten im Canyon müsstest du alte Waffen finden. Aber mach bloß nicht den Fehler und zieh mit einer rostigen Spitzhacke in den Krieg. Die Dinger sind schwer und langsam. Ein ungeübter Kämpfer sollte sie nur im Notfall benutzen. Richtig. Sieh zu, dass du heil zum alten Lager kommst. Denke ich auch. Ich habe es jetzt irgendwie herausgefunden. Ich muss STRG drücken und nach vorne laufen. Wie steht's? Gut. Weit und breit keiner von den Banditen aus dem neuen Lager zu sehen. Ja. Und das bedeutet wahrscheinlich auch... Ah, ne, falsche Taste. Erste Shift, Sprinten ist auf Dauer. Wenn ich so dann laufe, gehe ich halt nur... Ich verstehe. So, und dann kann ich nämlich auch wahrscheinlich... Ja, genau so. STRG und W. Also, wieso das so kompliziert gemacht ist, das weiß ich nicht. Jetzt bin ich wieder am Rande der Barriere. Wahrscheinlich auch fast am Rande einer Nerven. Ach guck mal, fängt schon gut an. Ich habe hier direkt Erz, ein Bier. Schön. Ich wüsste mal immer gerne bei solchen Spielen, ne, was in diesen Fässern und so ist. Die sind wahrscheinlich leer, weil niemand würde solche Wertsachen da rumstehen lassen. Aber ich wüsste das trotzdem mal gerne so. Weil es ist natürlich nur so ein absoluter Nebenfakt und den wird nie jemand klären, weil diese Fässer wahrscheinlich leer sind. Auch so vom Dekograd her, aber das ist so ein Fakt, den finde ich interessant, den würde ich gerne mal wissen. Was ist das hier? Wo führt uns dieser Weg hier? Boah, meine rechte Hand, ne? Also, that's what she said. Meine rechte Hand, total vernachlässigt werden in diesem Let's Play. Weil ich alles mit der linken Hand hier, WASD, kämpfen. Ich muss die Maus ja gar nicht finden, nichts nutzen. Eine Fleischwanze, Waldbeeren. Die Fleischwanze kann ja auch gar nicht töten, weil ich habe noch keine Waffe. Guck mal, noch mehr. Waldbeeren. Ist da eine Kiste? Oh, da ist ein Becher. Eine Truhe. Was haben wir denn da? Schönes. Eine Maus, die ich nicht nutzen kann. Münzen. Pfeile. Eine Fackel. Dietrich. Ja. Das kann man mal machen. Also die Steuerung ist natürlich aus
außergewöhnlich, würde ich jetzt mal wirklich so sagen. Oder gewöhnungsbedürftig ist vielleicht der passendere Begriff. Aber ich denke, man kann damit umgehen. Es ist, sieht man den Mauszeiger? Der Mauszeiger-Ruck ist deaktiviert. Zeige oder Spitzhacke. Hier komme ich natürlich nicht rein. Ja, war das, ne? Ja, damit kann ich mich ein bisschen umdrehen. Wie mache ich das mit der Waffe, die ich auswähle? Tränkeschriften, verschiedene Waffen da. Was habe ich denn? Ich habe einen Pfeil und eine Spitzhacke. Muss ich eine Spitzhacke halt nehmen, ne? STR. Nee. Wie wähle ich die aus? Ich bin im Spiel, ne? Ja. Benötigte Stärke 5, Schaden 7. Aber ich mach mal gerade testweise was. Nee, okay, das geht auch nicht. Genauso, auch mit STG nach vorne. Das ist so merkwürdig. Und wie schlage ich? Auch mit STG nach vorne. Das ist natürlich super. Diese Brücke hört sich so an, als würde sie nicht lange halten. Nein. So. Na. Wieso kann ich das denn jetzt nicht auswählen? So, schon besser. Auch ein Erzbrocken. Ach, guck mal, da hinten ist schon der erste Gegner, der auf uns wartet. Na? Ein junger Moderat. Nein! Boah, so kämpfen ist natürlich echt, das schon, echt sehr merkwürdig. So. Alles richtig, okay. Ein Reisschnaps, oh. Schön, 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 kann man machen. Ja, warte mal, ist da noch ein Eingang gewesen? Kann ich da in die Mine rein? Das sieht aber eher verrammelt aus. Ich glaube, da kann ich nicht rein. Da kann ich nicht reingehen. Irgendwie macht meine Aufnahme gerade irgendwie so Spacken auf dem rechten Bildschirm. Ich glaube, es ist jetzt besser. Irgendwie war da gerade mein Windows Haupt Startmenü-Zeichen zu sehen. Alles komisch, merkwürdig. So, Boah, wenn man so die Kameraperspektive hat, ist ja schrecklich. Ich würde sagen, wir machen erstmal hier einen Cut und gehen in die nächste Folge. Bis dahin und tschüss.